Herzlich willkommen, lieber Schütze. Ich möchte heute für dich den Zauberspruch der Wahrsager legen. Das ist eine sehr traditionelle Kartenlegung und ich liebe so traditionelle Sachen. Ich muss bei dieser Legung immer daran denken, wie so eine alte, sehr erfahrene Wahrsagerin in ihrem Zelt sitzt, alles behangen mit Tüchern und einem aus den Karten liest und die Zukunft voraussagt. So. Einmal nochmal abheben. Meine Lieben, der Zauberspruch der Wahrsager geht wie folgt: Das ist dein Ich, was dich deckt, was dich schreckt, was dich treibt, was dir bleibt, was dir die Zukunft bringt und was dich zu Boden zwingt. Und an dieser Stelle muss ich einmal ganz kurz eine kleine Warnung aussprechen. Die letzten Legungen, die waren sehr tief. Die hatten viel mit Selbstreflexion und mit Unterbewussten zu tun. Wenn ihr da ein bisschen empfindlich drauf reagiert, lieber nicht angucken oder mit entsprechender Vorsicht. So, die Situation. Ah, Gleichmäßigkeit. Schön. Also ich habe das Gefühl, lieber Schütze, bei dir geht's hier wieder in was Gutes rein. Als ob du hier wieder mehr Zeit hast, als ob sich alles wieder so ein bisschen mehr ausgleicht. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit viel Sorgen hattest, aber das geht langsam vorbei und es kommt dafür wieder ein bisschen mehr Glück. Ich habe das Gefühl, hier kommt wieder alles so sehr ins Gleichgewicht oder beziehungsweise es ist so ein bisschen so wie so Morgendämmerung. Gerade wenn wir Zeiten haben, in denen irgendwas uns schwer fällt oder wo es dunkel ist, kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, die Nacht ist immer am dunkelsten kurz vor Morgengrauen, ne? Und hier im Hintergrund, hinter den Bergen, geht bereits die Sonne auf. Also es wirkt so, egal was du in letzter Zeit durchgemacht hast, es wird jetzt besser. Das ist schon mal die Situation, die wir hier auf dem Tisch liegen haben. Du kannst dich drauf freuen. Und wenn wir hier immer so einen Erzengel haben in der Legung, kann ich dir auch an dieser Stelle sagen, irgendwie scheint es auch irgendwie so, als ob du in dieser Legung einen speziellen Schutz genießt oder beziehungsweise in nächster Zeit einen speziellen Schutz vom Universum, von den Engeln genießt und die einfach wollen, dass es dir wieder gut geht. So, die Situation ist, dass es hier irgendwas Neues gab oder beziehungsweise du dich neu auf den Weg machen musstest, ne? Das muss nicht unbedingt ein Umzug sein, das kann auch gedanklich ein Neuanfang sein oder neue Wertvorstellungen oder irgendetwas, wo man einfach sagt, ich musste da aus meiner Komfortzone raus, auf der einen Seite mit einem lachenden Auge, aber auch mit einem weinenden Auge. Und das Problem bei der Karte ist tatsächlich, oder nicht das Problem, aber die Sache, man weiß noch nicht so richtig, wo geht's dann, wo ist das Ziel? Ja, wie geht der Weg da eigentlich hin? Ich weiß nur, ich bin jetzt auf dem Weg, aber ich weiß nicht, kommt da jetzt ein Erfolg, kommt da jetzt eine Niederlage, wird es steinig oder wird es total locker gehen, ne? Wir haben eine schwarze Swings vor dem Wagen und eine weiße. Das heißt, man weiß noch nicht so richtig, welche zieht stärker, welche möchte in welche Richtung. So, und wo es dann letztendlich, wo man letztendlich ankommt, ist auch recht ungewiss. Es geht aber darum, erstmal loszugehen und da auch eine gewisse Sicherheit mit zu haben. So, was aber so ein bisschen verborgen ist, ich habe so ein bisschen so eine Angst und auch so ein bisschen so, ah, das muss jetzt hier von heute auf morgen passieren. Und auch so eine gewisse Ungeduld. Du, lieber Schütze, bist wieder in so einer Feuerenergie und das hier, der Page der Stäbe, ist so ein Impuls der Feuerenergie. Und manchmal ist es da so ein bisschen übereilt. Ein bisschen hitzig, ein bisschen ungeduldig. Und ich darf das sagen, weil ich bin Löwe und das auch noch im Aszendenten, im Mondzeichen, im Venuszeichen. Es ist schrecklich. Es ist sehr anstrengend. Aber ich weiß, was das ist und wie sich das anfühlt. Dieses Überhetzte, dieses ach, lieber gestern als morgen, ne? Und das sehe ich hier. So, gleichzeitig habe ich hier aber auch so eine Energie. Irgendwas muss radikal akzeptiert werden. Diese Karte wirkt erstmal sehr gruselig, sie zeigt aber nur an, dass der Drops gelutscht ist und dass man gedanklich da hinterherkommen sollte. Also das heißt, wenn du etwas nicht verändern kannst, wenn du zum Beispiel auch einen Menschen nicht verändern kannst, egal wie sehr du der da Mühe gegeben hast, es scheint nicht möglich zu sein. Und ich glaube auch tatsächlich, das weißt du unterbewusst schon. Ich gebe dir damit quasi nur die bewusste Bestätigung, dass es so ist. Und das kann sich manchmal schwer anfühlen. Gerade wenn man sehr viel investiert hat und sehr viel dagegen angekämpft hat, ist diese radikale Akzeptanz häufig ein Schritt, der schwer fällt, aber häufig auch eine große Erleichterung mit sich bringt. Aber es fühlt sich auch ein bisschen an wie Aufgeben. Gleichzeitig habe ich aber so eine ganz starke
so einen erstrebenswerten Weg, dass es da in die Zukunft, in eine gute Zukunft reingeht, erfolgreich, also siegesreich. Selbst wenn man hier was akzeptiert hat und das schwer war oder jemanden fallen gelassen hat im Worst-Case-Fall, es ist eher erfolgreich. Vielleicht hat dir dieser Mensch nicht gut getan, ja? Das ist natürlich nur ein Beispiel. Es kann sich hier auch um alles Mögliche handeln. Sagen wir, du kommst aus einer Beziehung, die dir nicht gut getan hat, und es ist jetzt an der Zeit, dass es dir persönlich wieder besser geht. Dir als Mensch, nicht als Beziehung oder als Paar, sondern nur dir als Mensch. Also hast du dich hier auf den Weg gemacht, ein ungewisses Ende. Das hat ein bisschen Mut erfordert und ein bisschen Feuerenergie. Du hast gleichzeitig akzeptiert, dass diese Beziehung nicht mehr zu retten ist oder bist dabei. Und gleichzeitig guckst du aber auch wieder in was Erfolgreiches rein, ne? Aber natürlich dieser Schmerz und dieses, ich habe versagt oder da ist was verloren gegangen, der darf auch da sein. Das eine kann mit dem anderen nebenbei existieren und das ist auch völlig menschlich. Die Zukunft bringt dir hier was Neues. Schick, schick. Bei der Karte ist aber auch wiederum nicht abzusehen, wo geht der Weg hin oder wo ist dann das Ziel, sondern es geht einfach nur darum, sich auf den Weg zu machen und einfach umzugucken oder auf dem Weg zu sein oder seine neuen Erfahrungen zu machen. Der Narr ist immer eine sehr unbeschwerte, sorglose Energie und gleichzeitig auch so sehr viel Spontanität. Ich gehe da jetzt mal raus und gucke mir das an. Ich weiß überhaupt noch nicht, wo es hingeht. Ich habe noch gar kein Ziel im Sinn, ne? Aber ich gehe einfach mal rum und gefällt mir. Gefällt mir, was ich sehe. So diese Energie habe ich hier sehr stark mit drin. Aber die tiefere Bedeutung, also hier haben wir natürlich nochmal so eine Karte. Ach, auch wieder dunkel, auch wieder Schwerter. Es ist so ein bisschen raus aus der Traurigkeit bei dir. Das Überthema. Raus aus der Traurigkeit, raus aus der inneren Melancholie. Und das Ding ist halt, das wird dir nicht gelingen, wenn du in der Situation verharrst, in der du im Moment bist. Wie das dann genau aussieht. Wie du dich auf den Weg machen musst. Das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen. Aber ich habe hier wirklich, wie gesagt, so eine ganz starke Energie von Weinen und traurig sein, Dinge bereuen. Und das bringt dich tatsächlich nicht weiter, wenn du in der Situation verbleibst. Oder vielleicht auch in der Gedankenwelt, in der du im Moment bist. Und es wird ein bisschen Mut erfordern, das kann ich dir sagen. Aber es wird dir letztendlich sehr viel besser gehen. Ja? Okay. Was das genau ist, will ich gar nicht so genau wissen. So tief möchte ich auch immer nicht gucken, meine Lieben. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video gut findet, liked es gerne. Wenn ihr glaubt, jemand sollte das sehen, teilt es gerne. Und ansonsten freue ich mich auch über ein kostenloses Abo. Meine Lieben. So. Alle Karten wieder zusammen. Meine lieben Schützen, ich hoffe, ihr habt da draußen Mehrwert gezogen oder ihr konntet da draußen Mehrwert ziehen, ja. Wie das dann genau aussieht, das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Das müsst ihr selber klären oder selber gucken. Das ist halt so individuell wie jeder Mensch selber. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute für diesen Weg, wenn du dich auf den Weg machst und bis zum nächsten Mal.